So, Hallöchen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Let's Play mit mir, Iruini. Ich hoffe, dass der Sound soweit okay ist. Ich habe jetzt nicht lange rumprobieren können. Ich habe ja einen PC-Crash gehabt, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Habe ich in einigen Kommentaren auch reingeschrieben. Und ja, ich konnte die Let's Play-Welt retten. Allerdings, ich habe das Gefühl, dass irgendwo Chunks kaputt sind oder verloren gegangen sind. Aber ich bin hier, ich habe ja extra hier den Creative Mode dafür drin gehabt, bin ich einmal drüber geflogen. Wie ihr sehen könnt, die Stadt ist komplett heile. Das Wichtigste haben wir also. So, hier einmal eine Runde. Auch unser Zeppelin da oben fliegt dort weiter in der Luft rum. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Was weg ist, das konnte ich nicht mehr retten. Das ist unsere tolle Playlist. Ja, es tut mir auch leid. Diese Playlist, die ist mir ans Herz gewachsen. Ist leider weg. Ich werde gucken, dass ich jetzt bis in so 2, 3, 4 Aufnahmen eine neue Liste herkriege. Momentan, so schnell kriege ich da nichts zusammen. So, was machen wir heute? Zunächst einmal... Ich weiß nicht, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Jetzt, 11 Monate nach meinem Stiefvater, ist jetzt auch mein echter, also mein leiblicher Vater von uns gegangen. Und ich werde dieses Mal wirklich bemüht sein, nicht sofort loszuheulen. Ist auch jetzt eine Weile her, dadurch, dass der PC-Crash und quasi der Tod meines Vaters im gleichen Tag, in der gleichen... Tageszeit, also abends, beides passiert ist, konnte ich mich dort ja etwas in Ruhe ausholen, bevor ich jetzt weiter aufnehme. Sonst hätte ich wahrscheinlich am gleichen Abend direkt aufgenommen. Das kam plötzlich, ich sag's euch. Na gut, wir wussten, dass er krank war. Und wir wussten auch, dass es ihm wahrscheinlich nicht mehr so gut gehen wird, dass er arbeiten gehen könnte. Aber... dass er jetzt so schnell dann... Dort würde ich sagen, bauen wir es aus. Ich meine... Im Endeffekt, man muss gucken. Ich war einen Tag vorher noch da. Da habe ich mit ihr... Habe ich ja... noch so aus Scherz gesagt. Ja, wenn du Glück hast, kannst du jetzt ja über Weihnachten drin bleiben. Dann spart er... Bleibt dir der ganze Stress erspart. Da meint er noch so, ja, er wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger bleiben müssen. Ja, mein Gott... 2 Stunden später haben wir meinen Onkel getroffen, also seinen Bruder. Und da hieß es plötzlich, ja, der Chefarzt hat gerade angerufen und es sind wohl nur noch wenige Tage oder Wochen. Das war ja, das war ein Dicker, also da war ich fertig. Und dann, einen Tag später schon, rief, wir haben uns am Tag noch darum gekümmert, hier, wenn jetzt nur noch wenige Wochen, er kann ja so lange nicht im Krankenhaus bleiben, rufen wir mal bei den Hospizen an und so. Und einen Tag später ruft dann die Oma an. Du, Chris, ich muss dir was Trauriges mitteilen. Dein Vater ist tot. Das will irgendwie noch nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, wie kann das so schnell gehen? Scheiß drauf. Ich meine, ich habe einen Tag vorher noch mit ihm geredet. Er war geistig fit. Na gut, andererseits, mein Stiefvater, einen Tag vorher ist er noch Auto gefahren. Ich sage, die Sache mit dem Tod, das wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Ich nehme einfach jetzt mal bunt gemischt ein paar Steine mit. Oh, sowas hier. Nederstein haben wir hier. Ach ja, wie schön. Das sollte auch noch für ein Kreuz reichen. Jetzt waren ja noch die ganzen Feiertage. Okay, da war man dann so ein bisschen abgelenkt. Familie und so. Der ganze Kram. Jetzt heute geht das jetzt schon los. Ich bin jetzt ja Erbe. So der einzige Erbe. Um es noch schlimmer zu sagen.
Und ja, auf mich kommt jetzt wirklich alles zu. Also da gibt es eine ordentliche Stange an Aufgaben, die ich erledigen muss. Das ist auch gut, so bin ich beschäftigt. Die Wohnung muss jetzt erstmal ein bisschen entrümpelt werden von seinem Zeug. Dann muss ich umziehen, also ich werde seine Wohnung weiter benutzen, weil Eigentumswohnung, mein Gott. Warum soll ich hier zur Miete wohnen, wenn ich dort eine eigene Wohnung habe? Dann, ja, das Auto von ihm. Ich muss ja gestehen, der gute Iru ist ja zu blöd, einen Führerschein zu machen. Na gut, der gute Iro ist, ich sag mal, was das angeht, ein Naturtalent des... ihr kennt doch SpongeBob, oder? Ja, genau so sieht das bei mir aus. Ich mach Holz hier für so ein... Schild, da müssen wir noch Holz holen. Nee, jedenfalls war mir bisher nicht vergönnt, das zu schaffen. Und das Auto ist auch nicht mehr das Neueste und die Garage oder vielmehr der Stellplatz kostet mich auch Geld. Deshalb muss der jetzt so schnell wie möglich weg. Darum muss also sich auch noch gekümmert werden. Dann das ganze Übliche. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ich meine, ich mache das jetzt in einem Jahr zum zweiten Mal durch. Ich bin so gesehen schon firm da drin, was da alles ankommt. Dann brauche ich einen Erbschein, sonst kriege ich die Wohnung nicht. Dann darf ich noch Steuern zahlen, denn der Staat will ja an den toten Menschen auch noch mitverdienen. Als ob er an meinen Vater nicht genug verdient hätte. Ich meine, der Mann ist jetzt viel zu jung gestorben. Mit 56, das ist kein Alter. Da wird mir jeder von euch zustimmen, 56. Das geht gar nicht. Wie mein Stiefvater, vollgepumpt mit Krebs. Nur im Gegensatz zu meinem Stiefvater war es ihm nicht gegönnt, friedlich einzuschlafen. Ich war zum Glück nicht da. Ich denke, wenn ich das mit angesehen hätte, ich würde heute nicht hier sitzen. Er muss wirklich gekämpft haben, also bis zuletzt geröchelt, Blut gespuckt, in seinem eigenen gelegen, bis die Ärzte oder vielmehr die Schwestern endlich so viel Mitleid haben, dass sie ihn quasi mit einer Morphium-Überdosis erlöst haben. Da fragt man sich doch immer das, was ich mich schon lange frage. Hunde lässt man einschläfern. Friedlich, sanft dahin. Aber der Mensch, der darf sich wirklich bis zum letzten Atemzug quälen. Das finde ich immer... Ich weiß nicht, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Okay, Sterbehilfe ist vielleicht... Vielleicht gibt es das auch, dass das missbraucht wird in einigen Fällen. Aber man muss das auch immer von Fall zu Fall sehen. In dem Fall hätte es viel eher kommen müssen. Mal ein Grundgerüst. Man will ja keinen von beiden jetzt irgendwie benachteiligen. Deshalb müssen wir jetzt genau abrechnen, wie groß war das Ding. Ah, stimmt. Jetzt habe ich hier natürlich dann zwei. Das wird mit dem Kreuz doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gehen wir meinem Vater dann. 10. Ich glaube, mein Stiefvater würde es mir verzeihen. So. Jetzt haben wir hier so einen hübschen Berg sogar. Den rasiere ich dann mal hier ab an der Stelle. Das ist quasi am Ende dann nur noch...
2, 3, 4, 5. Ja. Das bis hier. Ja, das reicht für ein Grab. Das reicht, das ist eine ganze Familiengruft. Ja. Hallo, ich mache hier was Wichtiges. Nerven kannst du später, wenn wir wieder in unserer Höhle sind. Da wird es dann auch wieder etwas lustiger. Ja. Vor allem, was ich an der Situation jetzt wirklich toll finde, das sind, dass selbst jetzt beim Tod meines Vaters noch diese alte Familienstreitigkeit herrscht. Ich meine, mein leiblicher Vater, ich habe nicht umsonst einen Stiefvater, ihr wisst, was da los war. Also ihr könnt es euch jedenfalls denken. Und ja, ich sag mal, es gibt schönere Scheidungen. Na, auf jeden Fall ist jetzt mein Onkel so ziemlich dagegen, dass meine Mutter auch nur irgendwas damit zu tun hat. Meine Mutter hingegen versucht sich so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, weil sie das immer gerne tut. Und ich sitze dazwischen und will eigentlich nur meine Ruhe haben. Warum habe ich eigentlich das Eis mitgenommen? Das passt doch gar nicht. Naja. Ah, oh, oh. Ja. Ah. Habe ich ja schön gemacht dort. Okay, das muss dann auf jeden Fall hier weg. Geht ja nicht, dass hier das Ding abbrennt. Und jetzt wird es hier ungemütlich, muss ich sagen. Ich bin schon überlegen, ob wir nicht auf Peaceful umstellen. Damit wir dieses Grab in Ruhe bauen können. Aber das hat sich jetzt ja eh erledigt. Hier rum, ich glaube, das geht hier schneller. Ach, habe ich jetzt hier alles verglast, oder? Ja, ich wollte das doch eigentlich gar nicht verglasen. Trotzdem wird es hier rum schneller gehen. Gut, dass wir das Feuer vorher gelöscht haben, denn sonst wären jetzt einige Items ins Feuer gefallen. Wieso habe ich so schnell so viel Leben verloren? Hatte ich schon wieder nicht auf den Hungerbalken geachtet? Auf jeden Fall, man sieht unser Friedhof. Da wird einiges ins Feuer gefallen sein. Hä? Ist der Rest wirklich komplett ins... Ah ne, ich bin ja hier oben gestorben. Wo ich dachte, dass ich schon in Sicherheit wäre und dann kam die Spinne an. So, meine Stöckchen. Ups. Ich werde noch keine Rüstung mehr an, glaube ich. Hatten wir eigentlich genug dabei, da hätten wir gar nicht knausern mit müssen. Ja, Waffen sieht so aus, als wäre alles noch da. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mehr liegt hier, glaube ich, auch nicht. Rüstung habe ich gar nichts mehr. Wir müssen uns eine neue Rüstung bauen. Dabei habe ich mir vor 2 Wochen noch gedacht, ja, hier den schwarzen Trauerskin, den du da anhast, den könnte man doch eigentlich mal ablegen. Und langsam frage ich mich, ob der Enderman-Nerf überhaupt wirkt. Oder war das Loch hier schon länger drin? So. Ja stimmt, ich wollte eine neue Treppe machen, weil die andere ist ja dort abgefackelt. Aber auch noch ein bisschen was. So, und ich wollte hier ein bisschen Sandstein rausmachen. Und dann, nee, glatter nicht, wie ging der nochmal?